Die Abnehmspritze, Wundermittel oder Teufelszeug. Herzlich willkommen zurück zum Aktiv und Gesund Podcast. Mein Name ist Chris Schwarz und wir starten direkt mit einer sehr, sehr brisanten Thematik in Staffel 2 vom Aktiv und Gesund Podcast. Wir hatten ja Sommerpause und ich habe mir gedacht, aufgrund der Vorkommnisse, aufgrund der, ja, sozusagen der Priorität dieses Themas aktuell machen wir das Comeback mit dieser Sonderfolge. Wie ihr seht, seht ihr mich diesmal auch mal wieder im Video. Das heißt, für alle Spotify-Zuhörer, ihr könnt das Ganze natürlich auch wieder bei YouTube als Videopodcast euch anschauen. Ja, das Thema die Abnehmspritze. Ich habe mir gedacht, okay, ich äußere mich längere Zeit nicht dazu, aber es ist natürlich so, dass auch bei uns, bei A&G Medical Fitness, dass natürlich das Thema auch im Tagesgeschäft immer und immer wieder aufkommt, wo es dann heißt, ja, was sagt ihr denn da dazu? Ist das Konkurrenz für euch? Und lustigerweise denken ganz, ganz viele Menschen, dass ich jetzt per se als Inhaber einer Fitness- und einer Physiokette da auch prinzipiell aus Prinzip dagegen bin. Und in dieser Podcast-Folge heute soll es zum einen darum gehen, okay, wie stehe ich zu diesem Thema? Warum diese Spritze gefährlich sein kann und wem die Spritze aber wiederum auch eventuell helfen kann. Vieles läuft da ein bisschen, ja, es gibt ja aktuell generell nur noch Extreme, ob in der Politik, in der Gesellschaft oder jetzt auch bei dem Thema, also von das Wundermittel schlechthin, also damit habe ich wirklich ohne was zu tun mein Wunschgewicht erreicht, bis hin zu teilweise Depressionen und Suizidversuchen aufgrund dieser Spritze bzw. die Folgen daraus, ist wirklich alles dabei und ich versuche euch heute mal, so wie ihr mich kennt, das Ganze ganz, ganz simpel zu erklären. Zum einen, wie gesagt, was ist die Abnehmspritze überhaupt bzw. das Medikament hinten dran, warum es gefährlich sein kann und wem sie helfen kann. Ja, was ist die Abnehmspritze eigentlich? Die Abnehmspritze ist ganz plump gesagt ein starker Appetitblocker. So, und ursprünglich, oder was heißt ursprünglich, an für sich ist dieses Medikament ein Diabetesmedikament. Also da das mal dazu. Und prinzipiell ist es natürlich auch für Diabetiker in erster Linie geeignet. Was passiert bei der Abnehmspritze? Und da will ich jetzt einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir nehmen mal den Peter. So, der Peter hat folgende tägliche Ernährung. Morgens zum Frühstück 2 Brezeln, mittags gönnt er sich 2 Fleischkäsebrötchen, abends eine große Pizza und wenn er mal ein bisschen Abwechslung möchte, dann gönnt er sich einen Döner. So, jetzt werdet ihr sagen, was ist denn das für Ernährung? Ja, aber tatsächlich ist das in der großen Breite in Deutschland ja eigentlich so eine Durchschnittsernährung. Also vielleicht ist ja der ein oder andere von euch dabei, der sagt so, ja, 3 bis 4 Mal die Woche könnte das meine Form der Ernährung sein. Aktuell haben wir in Deutschland eine Zahl, dass wir im Durchschnitt 3500 Kalorien zu uns nehmen, aber nichts dagegen tun, was natürlich viel zu viel ist. Ich weiß noch, vor Jahren hat man gesagt, hat man über die Amerikaner gelacht, ja, das wäre dieses fette Volk. Wir Deutschen sind da nicht mehr weit von entfernt. Das heißt, wir Deutschen werden immer dicker und dicker. Jetzt nehmen wir mal an, ne, das ist deine Ernährung. Wie gesagt, morgens 2 Brezeln, mittags 2 Fleischkäsebrötchen, abends eine große Pizza. Und du hast 20 Kilo Übergewicht. Fühlst dich nicht mehr wohl, bist aber auch einfach zu faul, deinen Pobis zu bewegen. Ja? Ich hau mir einfach diese Spritze rein, lass mir die vielleicht vom Arzt verschreiben und dann nehme ich ab. So, gesagt, getan. So, was passiert? Wie gesagt, ich habe ja am Anfang erklärt, was ist die Abnehmspritze? Ein Appetitblocker. Was passiert also? Ich nehme mir diese Spritze. Was da jetzt biologisch passiert, will ich gar nicht zu genau drauf eingehen. Am Endeffekt haben wir einfach weniger Hunger. Einfachheit halber sagen wir mal so, okay, ich kann halt nur noch die Hälfte essen. Ja, das heißt, wunderbar, dann gibt es halt morgens nur noch eine Brezel, mittags nur noch ein Fleischkäsebrötchen und abends statt einer großen Pizza halt eine mittlere Pizza oder statt einem großen Döner halt nur noch ein halber Döner. Herzlichen Glückwunsch. So, dann nehme ich logischerweise sukzessive ab, weil ich eben nicht mehr essen kann. So, jetzt gibt es aber mittlerweile unzählige Studien, die nachgewiesen haben, dass ich bei dieser Nummer Muskulatur verliere. Das heißt, natürlich purzelt das Gewicht auf der Waage immens, die Leute freuen sich. Aber mittlerweile haben wir Faktenlage dazu, dass wir hauptsächlich Muskulatur verlieren. Und was wir auf keinen Fall
generell, ob es ums Abnehmen geht, um die geistige Gesundheit oder um einfach die Selbstständigkeit im Alter, alleine von einem Stuhl aufzustehen. Was wir nicht wollen, ist, verdammt nochmal, Muskulatur abzubauen. Und das ist so das große Problem. Weil stellt euch mal vor, ich setze diese Spritze dann irgendwann mal wieder ab. Heißt, kein Appetitblocker kommt mehr rein, der Appetit kommt zurück, ich esse einfach wieder genauso viel wie vorher, habe aber vielleicht, keine Ahnung, ich habe durch die Abnehmspritze 13 Kilo verloren, von denen 10 Kilogramm Muskelmasse ist. Weniger Muskeln, desto weniger verbrauche ich, der Jojo-Effekt knallt rein und ich bin ruckzuck wieder nicht nur bei meinem Startgewicht vor der Abnehmspritze, sondern ich werde wahrscheinlich dicker und dicker und dicker. Das heißt für uns im Umkehrschluss, wenn wir abnehmen möchten, ob mit Abnehmspritze oder ohne, sollten wir das immer damit verbinden mit einer Ernährungsumstellung bzw. einer Ernährungsanpassung und der Integrierung von Sport bzw. das beste Medikament für alles, Krafttraining. So, weil wenn ich das nicht tue, dann ändere ich nichts an meinen ungesunden Gewohnheiten und werde langfristig dadurch vielleicht am Anfang ein bisschen schlanker. Ich werde abnehmen, definitiv, weil ich einfach weniger esse. Ich werde aber bei weitem nicht gesünder. So, und da kommt auch diese mentale Komponente ins Spiel, was man ja immer öfter hört. Für viele ist Essen eine Kompensation zu Stress. Warum? Jeder kennt das. Essen erzeugt teilweise, je nachdem was man isst, Glückshormone. Ich rede jetzt natürlich nicht von Brokkoli. Von Brokkoli bekomme ich jetzt auch keine Endorphinausschüttung. Aber jetzt gehen wir mal von zuckerhaltigen, fettigen Essen aus. Das schüttet Glücksgefühle aus. Und für viele ist das eine Kompensation, eine unbewusste. Und da kommen auch diese mentalen Geschichten hinzu. Ich habe es ja am Anfang der Folge erwähnt, dass es dann auch mittlerweile Meldungen gibt, dass Leute versucht haben, sich umzubringen, weil sie halt einfach in eine Depression rutschen, weil ihnen durch diesen Appetitblocker einfach auch natürlich diese Glückshormone in der Art und Weise fehlen, weil sie nicht mehr so viel essen können. Und dadurch ist das schon passiert oder kann es passieren, dass Menschen durch die Abnehmspritze mental leiden. Könnt ihr gerne nachrecherchieren, gibt es einiges zu im sogenannten World Wide Web. Ist wirklich spannend. Daher ist das natürlich ein bisschen gefährlich. Weiterhin ist es gefährlich, wenn wir generell Muskulatur abbauen. Ich habe es erklärt, je mehr Muskulatur wir abbauen, desto höher knallt irgendwann der Jojo-Effekt rein. Das heißt, wann kann die Spritze gefährlich werden? In dem Moment, wo ich sie vielleicht mit diesem nicht vorhandenen Wissen einfach nutze. Ich werde abnehmen. Langfristig kann das tatsächlich gefährlich werden. So, für wen kann diese Spritze hilfreich sein? Und zwar natürlich für alle Menschen, die stark übergewichtig sind bzw. die an Diabetes Typ 2 aufgrund von starkem Übergewicht leiden. Wichtig, nicht jeder Diabetiker heißt automatisch übergewichtig. Daher müsste man hier tatsächlich ein bisschen differenzieren. So. Aber auch hier, und das ist ganz, ganz wichtig und das ist ein Appell an die Ärzte. Wenn ein Arzt einem stark übergewichtigen Diabetiker die Abnehmspritze verschreibt, was prinzipiell nichts Verwerfliches ist. Es ist ein Hilfsmittel für eine Zielerreichung. Und ich verteufel niemanden, der sich Hilfsmittel dazu nimmt, weil er vielleicht einfach auch die Willenskraft nicht hat oder weil er einfach diese nötige Hilfe in Form von Medikamenten braucht, um sein Ziel zu erreichen. Da ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei. Man sagt ja auch nicht, keine Ahnung, zu einem Brillenträger, der eine Brille anzieht, der strengt doch einfach deine Augen mehr an, dann brauchst du die Brille nicht. Da meckert ja auch keiner. Deswegen, also ich bin da auch absolut der Meinung, wenn es als Hilfsmittel angewendet wird und wenn es vernünftig erklärt wird, dann ist diese Abnehmspritze ein absolut gutes Tool, um eben hier den Start zu schaffen. Aber was jeder Arzt meines Erachtens tun sollte, ist aufzuklären, dass die Abnehmspritze nur dann nachhaltig hilft, um gesünder zu werden, um nicht nur abzunehmen, wenn man das Ganze mit einer Ernährungsanpassung und Sport kombiniert. Weil, was machen unsere Muskeln? Die speichern und die fressen Zucker. So, und das brauchen wir vor allem, wenn wir Diabetiker sind. Wir haben ja schon diesen gestörten Zuckerstoffwechsel. Und wenn wir jetzt mit der Abnehmspritze einfach nur die Abnehmspritze nehmen und dadurch Muskulatur abbauen, was passiert dann? Ja, das ist scheiße.
So, das heißt, ich habe dann noch weniger Muskulatur, um noch weniger Zucker zu verbrennen. Das heißt, auch da ist Vorsicht geboten und meines Erachtens sollte jeder Arzt darüber aufklären, dass die Abnehmspritze nur dann wirklich funktionieren kann und meines Erachtens auch nur dann verschrieben werden sollte, wenn aufgeklärt wurde, was da passiert und dass man das am besten mit einer Ernährungsumstellung und Sport kombinieren sollte. Ja, heikles Thema, wie ihr seht. Ja, ich bin da, wie gesagt, ein bisschen in der Mitte. Ich bin natürlich überhaupt kein Fan davon, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, diese Dinger beispielsweise auf dem Schwarzmarkt zu erwerben. Das gibt es ja mittlerweile auch. Zwischen 300 und 600 Euro kriegt man das dann einfach so. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es ist schon wirklich, es ist ein Business. Die Pharmaindustrie sieht da natürlich, okay, eine riesengroße Zielgruppe, die eben abgegriffen werden kann. Mir war es wichtig, hier drüber aufzuklären. Wir werden das ganze Thema auch weiterhin verfolgen. Das heißt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, kommentiert das, wie ihr das Ganze seht. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung wie ich. Und abonniert uns überall auf den Social Media Kanälen, wenn ihr da weiterhin aufgeklärt werden möchtet. Wie gesagt, für Menschen, die übergewichtig sind und einfach nur abnehmen möchten, Finger weg von der Abnehmspritze, geht ins Gym, stellt eure Ernährung um. Das ist simpel. Das ist zwar manchmal nicht einfach, aber es ist deutlich simpler, als man denkt. Es gibt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, wie man mittlerweile nachhaltig und gezielt abnehmen kann. Wenn ihr das bei uns machen möchtet, wir haben schon über Tausenden von Menschen dabei geholfen, langfristig und nachhaltig abzunehmen. Klickt gerne mal auf unsere Homepage. Da haben wir sogar die Möglichkeit, Ernährungsprogramme euch anzubieten, die die Krankenkasse bis zu 100% bezahlt. Wenn ihr Diabetiker seid, Diabetes Typ 2 erkrankt seid und ihr bekommt die Abnehmspritze verschrieben, dann bitte immer nur in Kombination mit einer Ernährungsumstellung und ganz, ganz wichtig, Muskeltraining. Ja, und wenn ihr mental Probleme habt, ja, versucht euch da schnellstmöglich Hilfe zu holen. Habt aber auch das im Kopf, ja, wenn ihr beispielsweise irgendwie, keine Ahnung, an einer Depression leidet und übergewichtig seid, dass eben aufgrund der Abnehmspritze das Ganze verstärkt werden kann. Ansonsten glaube ich, ist das soweit verständlich erklärt von meiner Seite aus. Wie gesagt, mir war es wichtig, dass ich einmal über dieses hippe Thema aufkläre. Ich bin prinzipiell weder für noch dagegen, als Hilfsmittel für Menschen, die einfach Schwierigkeiten haben, diese Disziplin aufzubringen, die immer noch unbewusst mit Essen einfach ihren Alltag kompensieren, da kann die Abnehmspritze als begleitendes Mittel, als Werkzeug, als Hilfsmittel super, super gut sein. Ansonsten ist meiner Meinung nach, geht nichts über eine Ernährungsumstellung und einem vernünftigen Sportprogramm. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, wie ihr das seht. Kennt ihr jemanden, der die Abnehmspritze nutzt? Habt ihr vielleicht selbst schon mal überlegt, die Abnehmspritze zu nutzen? Würde uns interessieren. Bis dahin. Der Podcast ab sofort wieder jeden Mittwochmorgen ab 6 Uhr. Perfekt für die Arbeitszeit, beziehungsweise ja, für die Arbeitszeit oder auch für die Zeit zur Arbeit, wenn ihr nicht im Homeoffice seid. Wir freuen uns ab jetzt wieder nächste Woche. Bleibt aktiv, bleibt gesund. Euer Chris.